Hallo und herzlich willkommen bei FS1 und CryptoTV. Dieses Interview entstand im November 2016 beim Golden Earth Vision Kongress in Hof bei Salzburg. Michael Brechtl und die Raumklang-Einssein-Erfahrung. Eine schwebende Klangreise der etwas anderen Art. Hier treffen sich heilige Geometrie im Raum erleben, Klänge, die heilige Geometrie hörbar machen und die Obertonstimme von Michael Brechtl. Außerdem noch der Zustand des Schwebens, durch den Klänge anders wahrgenommen werden. Beim Golden Earth Vision Kongress hatten einige dieses Erlebnis schon genossen. Und für alle, die es noch nicht kennen, bietet sich in dieser letzten Kongressdokumentation die Gelegenheit, mehr davon zu erfahren. Zuerst werde ich Herrn Brechtl die Geheimnisse der heiligen Geometrie in der Verbundenheit der Klänge entlocken. Und am Ende zeigen wir euch noch, wie so eine Raum- und Klangreise aussieht. Viel Vergnügen! Hallo, grüß euch. Wir sind noch immer beim Kongress von Golden Earth Vision. Wir hatten viele interessante Sprecher hier. Und jetzt widmen wir uns dem Klang der Therapie mit Klängen. Und dazu haben wir den Herrn Brechtl, den Michael Brechtl. Und du bist ein ein Raumklangtherapeut, oder wie auch, wenn etwa das? Ich nenne es Raumklangtherapie, weil ich mich mit der heiligen Geometrie beschäftige, dann zum anderen im Klang, wie man heilige Geometrie in Klang umsetzen kann und eben Felder, auch es geht um weibliche, männliche Felder oder Struktur und raumschaffende Prinzipien. Diese Prinzipien sowohl im Raum, also in der Architektur, was wir hier im Baukörper sehen hinter uns, aber auch in der Klangarchitektur, also ganz andere Klangsysteme, die anders wirken, anders zusammenspielen, dass Töne miteinander, zwei Töne miteinander neue Töne ergeben. Das Prinzip, wenn weibliches, männliches Prinzip miteinander schöpferisch kreativ wird. Und so ist es einfach, Raum und Klang hängt für mich ganz stark zusammen. Ich möchte den Menschen eine Erfahrung, die zum einen in die Tiefenentspannung, in die Entspannung geht, aber auch zu dem Einssein. Ganz viele Menschen, die das jetzt erlebt haben, die haben immer gesagt, sie haben das Gefühl von Einssein, wenn sie eben diese so eine Raumklang-Anwendung erleben durften. Ich habe euch im Laufe der Woche zugesehen, wie sie die Menschen hier da reingelegt haben in dein Gerät, in dein Klang. Wie nennst du dein Gerät? Also es ist für mich so ein Raum des Friedens, denn es ist das Einheitsbewusstsein, wo sich die Menschheit hinentwickelt. Und Einheitsbewusstsein heißt für mich weltweiter Frieden. Aber ganz viele Menschen, die da drin stehen, dann werden mir wieder gesagt, es ist so ein Frieden hier, auch auf esoterischen Messen, wo wirklich ganz viel energetisches Tohuwabohu teilweise herrscht. Aber immer wieder gehört, wenn man hier drin ist, hier ist ein Ort des Friedens, hier ist ein Ort der Stille, hier kann man einfach zu sich kommen und es kommt nicht rein, was denn draußen alles an Energie herrscht, obwohl es nur Holzstäbe sind, da sind keine Wände eingebaut. Also es ist für mich im Moment, vielleicht kommt noch ein besserer Name, aber im Moment ist es für mich ein Raum des Friedens. Das heißt, obwohl es nur Holzstäbe sind, ja, Holz ist ja ein natürliches, ist ein Lebewesen im Grunde ja auch, gell? Genau. Und es hat eine wunderbare Energie, also man sieht da, du hast da viele Instrumente mit eingebaut zu deinem wunderbaren Holzgestell. Das Holzgestell, wenn wir erstmal beim Holz bleiben, das hast du noch an einer Art heiligen Geometrie angebaut, genau, oder? Es ist, mir ist wichtig, dass wir in der Architektur diese raumschaffende Prinzipien und raumfüllende, also gerade Linien und Kreislinien, Kreisformen so miteinander verbinden, wie es früher die alten Baumeister bei den Kathedralen auch verwendet haben. Mhm. In der modernen Architektur ist das alles ein bisschen in Vergessenheit geraten mit dem Computer. Dieses Prinzip möchte ich wieder, ich wollte einfach testen, ob das jetzt nur eine Vorstellung von mir ist, ob man das spüren kann. Das sind mittlerweile über bestimmt 2000 Menschen in diesem Konstrukt gewesen. Ganz viele Menschen waren ganz fasziniert von diesem, ja, wie soll man sagen, Raumgefühl oder
ja, ist ein anderer Raum, eine andere Dimension, die da für ganz, ganz viele spürbar ist. Und ich möchte einfach damit, das ist eine Version, eine Energie, wo wir einfach zu uns kommen können, wo wir auftanken können. Wir brauchen für unsere Welt hier relativ viel Energie. Es sind ständig irgendwelche Belastungen, die auf uns einströmen, Frequenzen, die auf uns einströmen, die unser System einfach mal verarbeiten muss, wenn wir hier existieren wollen. Und da ist es gut, wenn es Regenerationsinseln gibt. Und dafür habe ich es gebaut. Jetzt hat sich jetzt herausgestellt, es wirkt wunderbar. Also es ist heilige Geometrie einfach zum Spüren. Man muss nichts verstehen. Ich weiß natürlich, welche Prinzipien dahinter stehen, das männlich-weiblich, diese verschiedenen, welche Geometrie, welche Verhältnisse. Aber jemand, der das anwendet, der kann einfach nur den Raum spüren. Du hast das jetzt auch schon erlebt, ich habe dich ja auch schon bespielen dürfen. Einfach, dass du spürst, was da ist. Und ja, man muss eben nicht im Kopf, vom Kopf herangehen, sondern einfach sich da drauflegen. Das ist eine schwebende Liege. Es ist sehr wohl durchdacht, wie du sagst, wie eine Hollywood-Schaukel, würde man mal so profan sagen, ja. Aber liegend, wunderbar. Und die Instrumente, Beckmann, wird mir etwas erklären, warum du gerade diese Instrumente hier angeordnet hast. Also ich habe es angeordnet. Es ist diese Röhren, die sind nach einem und geometrisch ausgedrückt, das ist Geometrie zum Hören. Man könnte so sagen wie ein kosmischer Spiralnebel. Dieses Bild kennt eigentlich jeder, weil immer diese Spiralnebel in der Galaxie oder eben die Spiralen, doppelte Spiralen, es gibt in der Symbolik sehr, sehr viel, weil es einfach ein Grund. Der Kosmos bewegt sich in einer Spiralform. Der Torus, all diese ganzen Prinzipien. Den S-Strang und diese Spirale. Mhm. Und wenn man jetzt zwei Spiral-Ass-Äste nimmt und nach den Harmoniegesetzen der Obertonreihe, Untertonreihe, also der Naturharmonie, sind diese Töne angeordnet, dass immer zwei Tonpaare sich genau am Mittelpunkt spiegeln. Mhm. Somit gibt es Phänomene, die mit unserem herkömmlichen Tonsystem auf dem Klavier oder auf unseren westlichen Instrumenten einfach nicht darstellbar sind. Für mich war es wichtig, Geometrie zum Hören, die uns auch eine Grundgeometrie, die in uns, in unseren Körpern abgelegt ist, die im Kosmos, in der Natur überall abgelegt sind, dass die zum Erklingen kommen, dass wir die übers Ohr, übers Gehör, einem unserer wichtigsten Sinneswahrnehmungen, eben in uns wirken kann, wo nicht der Verstand mitarbeitet. Er muss es auch nicht verstehen. Aber ich habe jetzt ganz, ganz viele Menschen mittlerweile bespielen dürfen und das ist faszinierend. Und da ist eben diese Schwingliege, die kommt da zum Einsatz. Denn wenn, ich habe jetzt also beobachten dürfen bei ganz vielen Menschen, wenn sie schweben und gleichzeitig Klänge hören, gibt der Verstand nach kurzer Zeit auf und er kann nicht mehr zuordnen, wo die Klänge herkommen. Das heißt, es ist ein Schwebegefühl, viele Menschen, sie liegen zwar auf, aber viele sagen mir, sie haben gar nicht mehr gespürt, dass du hast ja schon erwähnt, dass ich es auch ausprobieren habe dürfen. Ich muss auch sagen, wie drin gelegen bin. Ja? Ich habe gar nicht mehr wirklich definieren können, ist der Klang jetzt über mir, unter mir oder links, rechts. Und auch diese, du hast auch selbst einen Gesang mit eingestimmt, so einen Oberton. Das ist auch ein Obertongesang, oder? Genau, über den Obertongesang habe ich festgestellt, kann ich, wenn ich bestimmte Naturtöne nehme als Grundtöne, kann ich sozusagen die Ebene hinter den Tönen öffnen, eine zweite Ebene. So sphärisch dieser Gesang. Genau. Da glaubt man, du wanderst um mich herum, wenn du den Ton anstimmst. Der ist halt fest, lokal bestimmbar. Der wandert um einen herum, habe ich mitgekriegt. Das ist faszinierend. Also mir ist es mal aufgefallen, dass man über das Obertonspektrum von jedem Ton praktisch die Ebene, die Dimension hinter dem Ton öffnen kann, wenn ich genau über den bestimmten Ton eben in Resonanz da einsteige. Mhm. Und da kann ich eben multidimensional das Raumklang erleben, den Menschen, damit also ja offerieren, beziehungsweise eben ihnen so ein multidimensionales Raumklang-Erleben schenken. Und gleichzeitig sind diese Ebenen, öffnen uns wieder die Bewusstseinsebenen, die wir ja alle in uns schon angelegt haben. Aha. Also wir müssen ja uns nur erinnern oder wir dürfen uns einfach erinnern, was in uns alles angelegt ist, um diese Potenziale freizuschalten. Und über Klang und Raum ist der Verstand nicht integriert. Alles, was über den Mind geht, also alles was über Sprache geht und so weiter, da ist immer sofort der Verstand dabei. Raum
und Klang, vor allem wenn es Klänge sind, die nicht unserem westlichen Klangsystem entsprechen. Da ist der Verstand natürlich auch wieder dabei, das kennt er. Mhm. Aber Klangsysteme, die seinen kompletten Mustern widersprechen, die aber in sich total harmonisch gehen mit unserer Geometrie in unserem Körper, also auch mit der Natur draußen, also diese ganzen Prinzipien sind in der Natur. Man schwebt mit den Klängen mit, weil das Schwebesystem, was du da einbaut hast, ein Klang ist in der Luft. Man glaubt, man fliegt mit den Klängen dann gleichzeitig mit. Genau. Ja. Und das unterstützt natürlich das, der Bau, der an sich eine Energie oben angebunden, unten geerdet, dann eben da freischwebend drin. Und die anderen Instrumente, also das Monochord, eben den Gong, die Röhren. Mir ist noch wichtig, in der westlichen Musik, wir sind sehr strukturbetont. Mhm. Es werden fast alle Instrumente geschlagen, strukturiert gespielt über Rhythmus oder über Melodie, über Melodiefolgen. Also es wird Struktur über Melodie eingebaut. Aber raumschaffendes Prinzip Klangfelder verwenden wir im Westen praktisch nicht. Ganz wenige Musiker verwenden es. In Indien ist es anders. Die haben diese Klangfelder. Aus diesen Klangfeldern kommen Struktur heraus und die Struktur geht wieder in die Klangfelder zurück. So sphärisch, würde ich sagen. Genau. Das erschafft komplett neue Darstellungsebenen, denn ich sage mal immer, dieses raumschaffende Prinzip, also ich nenne es das Kelchprinzip oder einfach dieses aufnehmende raumschaffende Prinzip, ist für mich dem weiblichen Prinzip zugeordnet. Mhm. Und das strukturierende, füllende Prinzip ist das männliche Prinzip. Wohlgemerkt, ich spreche jetzt von Prinzipien, nicht von Männern. Ja, ja. Männer und Frauen, wir haben beide Prinzipien, richtig. Sonst könnten wir uns nicht geben. Mhm. Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe schon häufig gehört, ja, wir Frauen sind doch ganz anders und wir Männer sind ja auch anders. Aber es ist dieses Grundprinzip, isoliert, so wie es in Männern und Frauen in der Regel niemals isoliert vorkommen kann. Aber diese Prinzipien müssen, wenn die miteinander interagieren, dann entsteht Neues. Und das wollte ich auf Raumklangebene. Mit dem Gong kann man wunderbar ein Feld erzeugen. Also wenn ich das als Feld spiele, komischerweise, viele Gongspieler, die ich kenne, die schlagen ihre Gongs. Also sozusagen strukturiert gespielt. So galeerenartig, wenn die Sklaven dann rudern müssen. Es ist beim Trommeln ähnlich und so weiter. Das Monochord, das macht auch so ein wunderschönes Feld. Klingt fantastisch. Ein Feld entsteht ohne erstmal Struktur. Die Struktur bringe ich dann über den Gesang dazu. Also ich lasse diese Felder, immer wenn ich ein Feld erzeuge, bringe ich eine Struktur über Stimme zum Beispiel ein. Oder wenn ich strukturiert spiele, erzeuge ich das Feld über die Stimme, indem ich einfach... Also man kann, wenn man sich dessen bewusst ist, unwahrscheinlich viel da kreieren. Und das hat mir bei ganz vielen Formen von Klangtherapie, ganz viel in der Musik eben, ich habe immer so eine Tendenz, die Dinge auszuprobieren, die ich vermisse. Mhm. Und in der ganzen Klangtherapie vermisse ich diese raumschaffenden Felder ein bisschen und so habe ich das kombiniert. Wie bei den Klangschalltherapien, da liegt man eigentlich nur in einem normalen Raum, hat das da oben drauf, aber man hat keinen Resonanzkörper um sich. So würde ich sagen, das ist so wie bei einer Gitarre, das gestellte Resonanzkörper und ich bin der Ton selbst dann drinnen und schwinge mit. Und so findet man, obwohl jetzt kein Resonanzkörper da ist, weil keine Wände drin sind. Ja. Aber wenn man innen drinnen mitten sitzt, dann genau, ist er umschlossen genau, dann von genau. den Tönen. Ja. Genau. Also, ja, ich mache das jetzt seit einem halben Jahr, muss ich sagen, die Ergebnisse sind phänomenal. Gerade auch von Leuten, die selber Klangtherapie machen, habe ich viel, viel spannendes Feedback bekommen. Und ebenso diese Felder, wie sie miteinander wirken, das ist... Und eben jetzt hier, also ich habe mir immer gewünscht, weil dieser Raum halt das Aufbauen, Abbauen, bis jetzt immer bei Seminaren aufbauen, Bespielungen machen, abbauen, einfach sehr mühsam ist. Mhm. Haben wir jetzt hier in Salzburg, hier im Golden Earth Center, wird der Raum jetzt erstmal stehen bleiben und ich werde einfach hier diese Bespielungen machen. Das ist sehr schön. Also wenn der Interesse hat, wir werden jetzt doch an einem Abschluss ein paar Einblicke bringen, wie das ungefähr ausschaut, wenn da diese Klänge erzeugt werden, wie man drinnen liegt, sodass ein kleines Bild machen kann. Natürlich erleben muss man es selber, das Fernsehen kann nicht alles rüberbringen,
Aber wenn die Leute Interesse haben, können sie da zum Golden Earth Center kommen und ausprobieren bei dir. Genau. Also hier wird diese spezielle Anwendung sein, wenn ich Seminare außen gebe, dann werde ich eine reduzierte Form, weil einfach der Aufbau für 2 Tage bespielt. Jetzt meldet man sich dann an, oder? Hast du das so über Homepage, E-Mail oder kann man die anrufen? Obertonwanderer.com ist meine Seite. Werden wir einblenden, ja. Genau, man kann eben über die E-Mail-Adresse michael@obertonwanderer.com einfach mal anfragen, wann ich da. Ich werde mehrere Tage im Monat hier in Salzburg sein oder in Hof bei Salzburg. Und da wird es eben diese ganz spezielle Form geben. Also ich kann es auch noch empfehlen, ich kenne meine Marken hier und da, ich habe es oft da im Hüftbereich, wie ich drinnen gelegen bin, habe ich es da so Entspannungsflunkern habe ich gespürt, also wenn sich was lösen würde. Ja. Und auch im Kehlkopfbereich, ja, vielleicht rede ich zu viel. Darum habe ich da Rechtsverspannungen, da habe ich es auch ein bisschen kribbeln gespürt. Ja. Also man kann nicht sagen, dass man da nichts spürt und vor allem, es ist eine Wohltat. Ich habe mir schon überlegt, generell ein Bett darum zuzulegen, dass man so liegt. Und also ich schlafe jetzt ein halbes Jahr circa so schwebend. Ja. Und sensationell. Also die Leichtigkeit des Seins kann man nicht besser ausdrücken. Der Körper ist einfach die ganze Zeit im Flow. Ja. Wir werden nicht mehr fest. Also wir setzen uns nicht mehr fest sozusagen, sondern der Körper ist im Flow und dieses sind ja minimale Bewegungen, aber für den Körper reicht es aus, dass das ganze System ständig in Aktion ist. Und mir kommt es dann so vor, wenn ich so liege, dann spüre ich meine Flüssigkeitsströme im Körper. Das ist eine minimale Bewegung, selbst die Atmung reicht schon aus, um mich in einen Schaukeln zu versetzen. Deine Kleinkinder umsonst, dass sie sich beruhigen. Das ist ja ist häufig, dass sie so, aber für die Erwachsenen, für die ist es anscheinend ganz normal. Das ist eine basale Stimulation. Ich habe auf der Mentalbehindertenstation mal eine Zeit lang gearbeitet als Pfleger und manche Klienten von uns, die bitten sie immer so, weil sie sich dann in die innere Ruhe bringen. Das ist eine gute, wunderbare Kombination. Also wenn es interessiert hat, seid herzlich eingeladen, das auszuprobieren bei Michael Brechtinger. Michael Brechtel. Brechtel, Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Und hättest du vielleicht lieber noch Schlusswort zu sagen, interessante Informationen zum Abschluss? Ich würde zum Abschluss einfach in der Sprache, in der ich mit den Menschen kommuniziere, also das ist mein Gesang, das ist mein Obertongesang, dass ich einfach kurz mit den Obertönen mich an ganzen Zuschauer, einfach also mal richtig, ich weiß, über die Klänge, über die Klangstrukturen erreichen wir Ebenen, die wir mit dem Verstand nicht haben. Also das müsste wirklich ein Obertongesang, der das noch nicht gehört hat, das ist faszinierend, das hat man noch nie wahrgenommen. So, okay, dann bitteschön zum Abschluss noch deinen faszinierenden Obertongesang. Und richte mich über die Klänge jetzt an die Menschen, an die Seelen der Menschen. Namaste. Namaste.